auf halber Strecke zwischen Nordkap und dem Nordpol. Im festen Griff der Kälte. Menschenleere Landschaften, in denen nur überlebt, wer sich anzupassen weiß. Eine ganz besondere Expedition unterwegs auf Spitzbergen. Elf Monate im Jahr ist alles von Schnee und Eis bedeckt. Drei Monate lang ist es dunkel. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus 30 Grad. Wir begeben uns zu einem der unwirtlichsten Plätze der Erde. Die Wissenschaftler wollen einen sensationellen Fund sichern. Überreste eines unbekannten Dinosauriers der Meere. Es beginnt im Jahr 2007. Bei Ausgrabungsarbeiten auf Spitzbergen stößt ein Team um den Forscher Jørn Hurum aus Oslo auf versteinerte Fossilien, die nicht tief im Boden liegen. Die Wissenschaftler erkennen bald, um was es sich hier handelt. Einen Saurier. Einen ganz besonderen Saurier. Die Knochenteile erstrecken sich über ein ungewöhnlich großes Gebiet. Vieles ist seltsam an diesem Fund. Vor 150 Millionen Jahren lag Spitzbergen auf dem Globus noch viel weiter im Süden. Damals war es heiß. Und ein großer See beherbergte eine Vielzahl urzeitlicher Wesen, darunter auch riesige Meeressaurier. Ein Wettersturz zwingt im August 2007 zum Abbruch der Ausgrabung. Ohne den Fund sichern zu können, müssen die Wissenschaftler Spitzbergen verlassen. Seitdem plant Jørn Hurum die Rückkehr. Er hat sich einen Namen als Entdecker spektakulärer Fossilien gemacht. Seit er zum ersten Mal als kleiner Junge hier im Naturhistorischen Museum Oslo den T-Rex sah, treibt ihn die Sehnsucht nach Abenteuern. Ich wollte immer schon auf große Expeditionen gehen, sie anführen und wichtige Fossilien ausgraben. Und wenn ich so etwas wie den T-Rex oder sogar etwas noch Gewaltigeres fände, würde mein größter Traum in Erfüllung gehen. Heute arbeitet Hurum als Paläontologe im Naturhistorischen Museum von Oslo. Vor einigen Jahren machte er in einem alten Schrank eine merkwürdige Entdeckung, die zu keinem Fund im Museum passte. Kleine, versteinerte Schwimmflossen, um die 150 Millionen Jahre alt, aufgesammelt während einer Expedition ins arktische Eis im Jahre 1931. Jørn Hurum wollte wissen, was dahinter steckt. Mehrere Male reiste er von Oslo nach Spitzbergen, um Ausgrabungen durchzuführen. Wie zuletzt im Jahr 2007. Neben plötzlichen Wetterumschwüngen sind Eisbären die größte Gefahr. Im Sommer 2008 wagt Jørn Hurum mit seinem Team eine neue Expedition. 15 Tage soll sie diesmal dauern. Das alles brauchen wir, um für zwei Wochen an der Ausgrabungsstelle zu überleben. Wir müssen sehr viel Trinkwasser mitnehmen. Darum gibt es mehrere Flüge mit dem Helikopter. Und der Speiseplan wird überschaubar sein. Frühstück, Mittag und Abend. Gefriergetrocknetes Essen schafft Platz für Dinge, die zum Überleben mindestens genauso wichtig sind. Dies sind Leuchtraketen, die wir uns camperum aufstellen. Wenn die Eisbären über die Auslöser laufen, gehen die Raketen los und wecken uns auf. Ein Gewehr mit sich zu führen, ist Vorschrift auf Spitzbergen. Wie auch das Schusstraining für alle Teammitglieder. Eisbären machen Spitzbergen zu einem gefährlichen Territorium. Doch es ist streng verboten, auf sie zu schießen. Nur im äußersten Notfall. Jørn Hurum weiß, was auf sein Team zukommen könnte. Die meisten sind schon seit 4 Jahren dabei. Dort, wo wir hingehen, brauchst du die besten Leute. Und sie sind die besten. 11 Mitglieder zählt Hurums Team. Ausgrabungsexperten und Fachwissenschaftler, die die harten Bedingungen auf Spitzbergen nicht abschrecken.
Per Hubschrauber geht es von der Siedlung Longyearbyen weiter nach Norden ins Innere des Landes. Die Mannschaft wird in einem unwirtlichen Gebiet arbeiten, entfernt von jeder menschlichen Behausung. Zwar liegt hier die Durchschnittstemperatur während dieser Zeit um die 2 Grad, aber plötzliche Temperaturstürze mit heftigen Schneefällen und eisigen Winden bringen unberechenbare Gefahren mit sich. Ihr Basiscamp werden sie in der Nähe eines hohen Berges errichten. Bald wird sich zeigen, ob selbst extreme Winde den Zelten nichts anhaben können. 30 cm lange Heringe sollen sie am Boden halten. Und während Hurums Team alles für die Jagd auf die Fossilien vorbereitet, muss es für sich selbst Schutzmaßnahmen vor dem Jäger treffen, der normalerweise hier das Sagen hat. Kommt ein Bär dem Lager zu nahe und tritt auf den Stolperdraht, dann löst er die Leuchtraketen aus. Die Vorsorge ist vor allem nachts lebenswichtig. Tommy Wensas ist der Mann fürs Grobe. Seine Aufgabe ist die Sicherheit im Camp. So, wenn du diesen Splint hier abziehst, ist die Munition scharf. Wenn jetzt ein Bär drauftritt, gibt es einen lauten Knall. Wir nehmen dann unsere Waffen. Dass die Stolpertreter ab und zu falschen Alarm auslösen, wird bei dieser Gefahr gern in Kauf genommen. Jeder im Camp hat seine genaue Aufgabe. Die von Patrick Druckenmiller ist nur ausnahmsweise mal das Kochen. Der Amerikaner ist ein weltweit anerkannter Experte für Meeresreptilien. Nach Spitzbergen zu kommen, ist ein alter Traum des Wissenschaftlers. Denn hier gibt es noch viel Neues zu entdecken. Was wir tun, ist sehr, sehr aufregend. Wir sind mit die Ersten, die das unglaublich reiche und diverse Leben der alten Meeresreptilien dokumentieren, die hier vor 150 Millionen Jahren gelebt haben, während des späten Jura-Zeitalters. Wo Druckenmiller und seine Kollegen ihre Zelte aufbauen, lag früher noch ein tiefer See. In ihm schwammen vor 150 Millionen Jahren leichtgewichtige Ammoniten und tonnenschwere Jäger nebeneinander auf der Suche nach Beute. Sie teilten sich das Wasser mit anderen Meeresräubern, die inzwischen auch längst ausgestorben sind. So wie der Hypodont, ein Urahn des Hais. Mit 2 Metern Länge war er einer der gefährlichsten Raubtiere. Oder auch der Ichthyosaurier, der im Durchschnitt 4 Meter lang war. Die größten konnten noch länger werden. Und der 6 Meter große Plesiosaurier, der 110 Millionen Jahre lang die Meere durchschwamm. Aber der König der Meere war er, der Pliosaurier. Mächtiger als alle, schwer und überaus gefräßig. Alles spricht dafür, dass Hurum und sein Team die versteinerten Überreste eines ganz besonders großen Meeressauriers entdeckt haben. Jetzt aber müssen sie erst einmal den Ort finden, wo sie vor einem Jahr die Ausgrabung abbrechen mussten. Nicht noch einmal soll ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du allein in diesem Nebel herumläufst, kannst du schnell die Orientierung verlieren. Wir müssen eng zusammenbleiben und graben. Sie sind nicht sicher, wo genau Hurum vor einem Jahr die ersten Knochenteile gefunden hat. Der Forscher hat damals zwar Fotos gemacht und einen kleinen Steinhaufen an der Fundstelle hinterlassen, aber jetzt sieht alles anders aus. Das ist das letzte Bild von den Funden. Und wie man sieht, gab es damals noch keinen Schnee. Das war im vorigen August. Hurum hat zwar die GPS-Daten der Fundstelle gespeichert, aber das System zur Positionsbestimmung ist nur innerhalb eines gewissen Radius zuverlässig. Der enge Zeitplan droht schon jetzt zusammenzubrechen. Wir teilen uns in Gruppen auf, um effizienter zu suchen. Dennoch vergeht fast ein ganzer Tag, bis Patrick Druckenmiller endlich auf etwas stößt.
Hier ist der Steinhaufen. Jetzt erst beginnt die wirkliche Arbeit, die Suche nach weiteren Knochenstücken. Eine Plackerei bis zu 11-12 Stunden täglich. Schon nach wenigen Tagen zehrt die Ausgrabung an den Kräften der Männer. Abwechslung gibt es außer dem immer gleichen Essen und dem Schlafen in den kalten und nassen Zelten keinen. Einzig und allein ihr gemeinsames Ziel lässt die Männer durchhalten, etwas Neues zu entdecken. Jörn Hurum als Teamleader muss dabei ein genaues Auge auf jeden Einzelnen haben. Du musst es sehen, wenn jemand zu weit geht und sich überanstrengt. Wenn man nicht aufpasst, bricht man zusammen und wird ausgeflogen mit dem Helikopter. Es ist nicht nur die Arbeit, die den Männern mehr und mehr zu schaffen macht. Eisige Gletscherwinde überraschen uns immer wieder. Es ist, als ob die Erde bebt. In wenigen Augenblicken ist alles vorbei. Wir sind über und über mit Schnee und Dreck bedeckt. In Sekundenschnelle. Wir sehen zuvor nur diesen gelben Ball aus Staub und Dreck auf uns zukommen. Wenn diese Gletscherwinde längere Zeit anhalten, können sie das ganze Camp zerstören. Alles würde kaputt gehen. Gegen den Wind sind sie machtlos. Und auch der Boden macht ihnen Schwierigkeiten. Schon kurz nach der Erdoberfläche stoßen die Forscher auf Schichten aus Eis und gefrorenem Schiefergestein. Permafrost. Boden also, der im ganzen Jahr nicht auftaut. Permafrost ist ein großes Problem. Das Gestein selbst ist nicht schlimm, wenn es wieder aufgetaut ist. Mit einer Harke kannst du es leicht entfernen. Aber wenn du Permafrost erreichst, ist es wie Granit. Für jeden Meter in den Berg hinein musst du mehr und mehr Steine ausgraben. Und das wird härter und härter, je weiter du vordringst. Tagelang graben sie sich Zentimeter um Zentimeter voran. Doch dann werden sie für ihre Mühe belohnt. Wir haben einen großen Knochen, von dort bis ungefähr hier. Es sieht so aus, als ob es eine gewisse Symmetrie gäbe. Und auch wenn Teile abgebrochen sind, lässt sich jetzt schon sagen, dass dieser Knochen sehr groß ist. Dieser Knochen ist wirklich gewaltig. Und es gibt nur eine Erklärung für seine Größe. Ein riesiger Pliosaurier muss das sein. Nach und nach wird klar, dass es sich wohl um ein Stück des Schädels handelt. Es sieht nach dem hinteren Schädelteil aus. Ein Meter groß, was auf einen Kopf von 3 Metern schließen lässt. Das ist ein neuer Weltrekord. Mehr und mehr Knochenstücke tauchen auf. Der Königsfund ist immer der Schädel eines Tieres. In diesem Fall liegen die einzelnen Teile so tief im Permafrost verborgen, dass allein rohe Gewalt sie ans Tageslicht bringen kann. Statt mit Pinzette und Lupe, wie im Labor, gehen die Wissenschaftler mit Bohrern, Zangen und Spitzhacke vor. Sie müssen versuchen, die Schädelteile möglichst in einem Stück zu erhalten. Denn nur wenn sie den Kopf später rekonstruieren können, werden sie genau wissen, um welche Saurierart es sich handelt. Wenn das Fundstück noch größer gewesen wäre, hätte unsere Zeit nicht gereicht, um es auszugraben. Dann hätten Hurum und sein Team noch einmal kommen müssen. Nächstes Jahr, nach dem Winter. Und der rückt täglich näher. Wind und Schneefall nehmen zu. Es wird kälter. Die Wissenschaftler arbeiten jetzt ohne Pause. Mit Gips schützen sie die Erde vor dem Auseinanderfallen.
Stahlstücke verstärken zusätzlich die Außenseite. So liegen die Knochenteile des Schädels geborgen in einem Gipsmantel. Der Rest der Mannschaft sammelt die ca. 20.000 Bruchstücke auf, die verstreut herumliegen. Die Forscher brauchen jeden noch so kleinen Knochensplitter, um das Fossil später zusammensetzen zu können. Dann ist es soweit. Der Schädel des Sauriers soll aus seinem 150 Millionen Jahre alten Grab gehoben werden. Ein riskantes Manöver. Hoffen wir, dass es klappt. Die Außenseite ist zwar vergipst, aber beim Wenden des eine Tonne schweren Paketes könnte die ungeschützte Rückseite zerbröckeln. Doch alles geht gut. Hurum fordert den Hubschrauber an. Hallo? Nur ein Super Puma mit zwei mächtigen Motoren ist stark genug für den Transport. Hurum ist vorsichtig geworden, seit einmal ein Fehler passiert ist. 10 Jahre ist es her, da verlor ich mit einem Team einen Dinosaurier. Damals hatten wir das Gewicht der eingegipsten Knochenstücke falsch eingeschätzt. Um sich selbst zu retten, musste der Hubschrauberpilot den Fund fallen lassen. Und alles ist in abertausende Stücke zerbrochen. Diesmal hofft Hurum, gut vorgesorgt zu haben. Der kritische Augenblick kommt, als die Männer versuchen, das Tonnenpaket an die Seilwinde zu hängen. Zunächst vergeblich. Doch dann ist es geschafft. Belohnung für 2 Wochen harte Arbeit. Das Fossil, das seine Reise ins Labor antritt, ist viel älter als diese Berge, die es schließlich vor langer Zeit emporgehoben haben. Von Longyearbyen aus wird es per Schiff nach Oslo gebracht. Dort, im Naturhistorischen Museum, haben Hurum und sein Team ihre Laboratorien. Was sie draußen in Spitzbergen so sorgfältig verpackt haben, müssen sie jetzt mit Augenmaß und brachialer Gewalt wieder auspacken. Dann beginnt die mühsame Arbeit des Zusammensetzens. Man weiß nicht genau, was drin ist. Aber jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, was es wirklich ist. Dass es sich wirklich um einen Meeressaurier handelt, steht bald außer Frage. Die Größe der Fossilien legen den Schluss nahe, es ist ein Pliosaurier. Einer, den die Wissenschaft in dieser Größe vorher noch nicht kannte. Das Zusammensetzen aller Teile wird Monate, wenn nicht Jahre dauern. Dieses Fossil ist extrem zerbröckelt. Und dennoch können wir es für die Wissenschaft retten. Es ist eine unbekannte Art, die kein Mensch bisher je gesehen hat. Das treibt uns an, weil wir ein gänzlich neues Wissen für die Menschheit schaffen, indem wir Stück für Stück dieses Fundes freilegen. Die schwierigste Arbeit ist jetzt, die tausende Knochenstücke aneinander zu fügen. Hurum hat dafür ein ganzes Team eingekauft. Nun wissen wir, dass wir den Schädel haben. Und heute ist es uns gelungen, einen seiner wichtigsten Knochen zusammenzukleben, den Condylus. Der Condylus-Knochen. Jedes Wirbeltier, vom Fisch bis zum Menschen, hat einen zwischen Schädel und Wirbelsäule. Dieser Knochen ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Größe des Meeressauriers genau zu bestimmen. Den Condylus, den wir gefunden haben, vergleichen wir mit dem eines T-Rex. Er sieht wie ein halber Ball aus. Er verbindet den Schädel mit dem Hals und der Wirbelsäule. Unser Condylus ist 2-mal so groß wie der eines T-Rex. Das ist wirklich groß. Es ist gigantisch. Die nach und nach zusammengeklebten Knochenstücke halten, was der Condylus-Knochen verspricht.
Bald wird sich zeigen, wie riesig der Meeressaurier tatsächlich war. Patrick Druckenmiller, der Experte im Team für Meerestiere aus der Zeit des Jura, hat nach einigen Wochen genug Daten gesammelt, um Maße und Gewicht des Pliosauriers festzulegen. Jetzt will er Hurum die unglaubliche Größe vor Augen führen. Mal sehen, wie unser Monster mit dem T-Rex mithält. Sieh mal, hier sind wir 10 Fuß lang. Hier um die 20. Der T-Rex hat einen langen Schwanz. 30 Fuß hier. Wir sind am Schwanz vorbei, aber es geht noch immer weiter. 40 Fuß. Immer weiter. 50 Fuß. So groß ist das. 50 Fuß. Das sind über 15 Meter. 6-mal so groß wie ein T-Rex. Doch die wahre Überraschung ist das Gewicht. 45 Tonnen. Die aus Knochenstücken zusammengeklebten Flossen übertreffen selbst die der größten Wale. Hier gab es wohl nicht viele Muskeln. Das sieht aus wie bei heutigen Walen. Die haben auch nicht viele Muskeln am Ende ihrer Flossen. Nein, nur ein wenig Gewebe, das das alles miteinander verbindet. Aber die Muskulatur wird weiter oben am Gelenk gehalten. Ja, das stimmt. Aber sieh nur mal diesen Knochen. Wenn ich mich neben ihn lege, schau dir mal seine Größe an. Ich bin 1,80 Meter groß. So, wenn du 1,80 Meter groß bist, dann ist die Flosse um die 3 Meter lang. Da sieht man, wie groß der war. Für Jörn Hurum geht sein Kindheitstraum in Erfüllung. Er hat einen Saurier gefunden. Größer, viel größer als der T-Rex. Gefährlicher, tödlicher als jedes andere Tier, das durch die Weltmeere schwamm. Mit seinen 4 Flossen der ultimative Räuber der Ozeane. Wie aber jagte dieses Monster seine Beute? In Shropshire, einer kleinen Stadt im Westen Englands, hofft Patrick Druckenmiller auf einen ersten Hinweis. In dieser Fabrik werden normalerweise Motoren für Rennautos gebaut und getestet. Und es gibt hier einen besonders starken Computertomographen, der für die Saurierforscher interessant ist. CT-Scanning, also Computertomographie, bildet eine bahnbrechende Technik, um die inneren Teile eines Schädels zu sehen, die uns bisher unbekannt sind. Nur so können wir neue Dinge entdecken. Da die Knochenstücke des Monsters zurzeit noch in Oslo zusammengefügt werden, hat der Wissenschaftler einen perfekt erhaltenen Schädel eines anderen Pliosauriers mitgebracht, wenn auch nur ein Viertel so groß. Wenn es Druckenmiller gelingt, in den Kopf hineinzuschauen, kann er den Abdruck des Gehirns entdecken. Aufgrund seiner Erfahrung kann der Forscher dann einen Vergleich ziehen. Vier Stunden lang werden aus allen Richtungen mehr als 600 Röntgenaufnahmen des Schädels gemacht. Zusammengesetzt ergeben sie ein präzises 3D-Modell. Ein solches Bild gab es noch nie. Es zeigt genau, wo einst das Gehirn saß. Seine charakteristische Form und seine geringe Größe fallen dem Wissenschaftler sofort ins Auge. Im Vergleich zur Körpermasse des Meeressauriers hat es nicht mehr als 1% ausgemacht. Pliosaurier gab es viele Millionen Jahre. Und ich würde sie als sehr erfolgreiche Meeresräuber bezeichnen. Ein Gehirn von der Größe des Menschen ist nicht unbedingt vonnöten, um ein erfolgreicher Jäger in einer anderen Umwelt zu sein. Es ist nicht die Größe des Gehirns, die den Experten für Meeresreptilien überrascht. Ihn verblüfft, dass er ein ähnliches Gehirn schon einmal gesehen hat. In dem am meisten gefürchteten Meeresräuber heute, dem weißen Hai. Es ist interessant, die Gehirnausformung des Pliosauriers mit der eines weißen Hais zu vergleichen. Sie jagen vor allem das, was sie sehen. Deshalb finden wir im Hai eine Art optische Kugeln, die alle Hinweise auf der Jagd schnell verarbeiten. Und genau dieser Bereich war im Gehirn eines Pliosauriers ebenso ausgeprägt, da er sehr wahrscheinlich auch ein visueller Räuber war. Es ist nur eine von vielen Ähnlichkeiten, die ins Auge fallen.
Beide sind in ihrer Zeit die gefährlichsten Meeresjäger überhaupt. Und alles deutet darauf hin, dass die Art, Beute zu machen, vergleichbar ist. Um zu sehen, wie ein weißer Hai jagt, muss man dorthin, wo er zu Hause ist. Mussel Bay, Südafrika. Es sind die Küsten vor den Tafelbergen Kapstadts, in denen sich der weiße Hai offenbar am wohlsten fühlt. Jörn Hurum ist mit Ryan Johnson unterwegs, der seit Jahren den weißen Hai erforscht. Obgleich der weiße Hai nur ein einfach entwickeltes Gehirn hat, ist er dennoch zu einem äußerst komplexen und schlauen Verhalten fähig. Das maximiert seinen Jagderfolg. Entwicklungsgeschichtlich gesehen sind Haie sehr erfolgreich. Es gibt heute kaum noch Arten, die so alt sind wie Haie. Schon vor 400 Millionen Jahren schwammen sie durch die Weltmeere. Ihr Jagdverhalten, so sagen Experten wie Johnson, hat sich seitdem nicht wesentlich verändert. Haie zu beobachten, könnte uns deshalb einige Hinweise darauf geben, wie unser Monster gejagt hat, vor 150 Millionen Jahren. Die beste Möglichkeit, einen Hai zu beobachten, ist in der Nähe seiner Beute. So wie auf Seal Island, der Heimat tausender Robben. Doch der Hai kommt nur, wenn er Hunger hat. Es gibt eine Theorie der Furcht, die besagt, dass der Jäger seine Beute nicht pausenlos zu Tode erschrecken soll, da sie sonst einfach wegzieht. Und genau so läuft das hier mit den weißen Haien und Seehunden. Es ist die Koexistenz von Jäger und Beute, die sich über Jahrmillionen herausgebildet hat. Wochenlang sehen die Robben keinen Hai, aber wenn er kommt, wissen sie, er kommt, um zu fressen. Bis zu 2 Monate lang sättigt eine große Robbe einen Hai. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ausgewachsene Haie stets in ihre Jagdgebiete zurückkehren und nicht zufällig jagen. Ihre Jagdtaktik ist immer dieselbe. Vom Meeresboden aus belauern sie ihre Beute, bevor sie eine senkrechte Attacke starten. Ihr Krafteinsatz ist so groß, dass sie bis zu 3 Meter aus dem Meer schießen. Dennoch gelingt es Robben manchmal, einem Angriff zu entkommen. Oft sind sie dann für ihr Leben gezeichnet. Dieser Seehund wurde angegriffen und hat sehr viel Glück gehabt. Er kam wohl von seiner eigenen Fischjagd zurück, als ihn der Hai sah und attackierte. Aber er hat nur seine Hinterseite fassen können und so gelang es dem Seehund zu entkommen. Der Biss sieht nach einem großen Hai aus. Nach allem, was Hurum hier gelernt hat, scheint es im Verhalten viele Übereinstimmungen zwischen dem weißen Hai und dem Pliosaurier zu geben. Gerade auch im Jagdverhalten. Dies habe ich mit Liebe in 3 Minuten gefertigt. Die sind ein bisschen gemein, aber sehr effektiv. Ryan Johnson legt seine Robbenattrappe aus. Vom Meeresboden aus gesehen gleicht ihre Form und Bewegung der einer Robbe. Jetzt heißt es warten, bis ein Hai zuschlägt. Die Haie hier sind bekannt dafür, dass sie große Sprünge aus dem Wasser machen, wenn sie Robben attackieren. Dazu beschleunigen sie von 10 bis 15 Metern unter der Wasseroberfläche. Genauso, glaube ich, wie es damals unser Monster getan hat. Vielleicht gilt für beide dieselbe Strategie, bei der sie eine Menge Kraft hineinstecken in ihre erste Attacke. Es ist ein Geduldsspiel. Ob ein weißer Hai heute überhaupt auf den Köder reinfällt, weiß auch Ryan Johnson nicht. Neben allen Gemeinsamkeiten zwischen Hai und Pliosaurier gibt es aber auch gravierende Unterschiede.
Also was ich hier habe, ist der Zahn eines Hais, der uns genau zeigt, wie er seine Beute tötet. Entlang dieser Kante sieht man lauter kleine Kerben. Die Zähne sind zum Sägen, zum Aufschneiden gemacht. Der Hai schlägt seine Zähne in die Beute und bewegt dann seinen Kopf, um das Fleisch vom Körper abzutrennen. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Monster ähnlich ist, aber die Haie heute kommen gut damit zurecht. Ja, ja, wir haben auch solche Einkerbungen, aber sonst? Ja, das ist ziemlich bedrohlich und wirklich unangenehm. Diese sind nicht fürs Schneiden gemacht, sondern mehr für das Einklemmen und das Zermahlen aller Knochen zwischen den Kiefern, wenn es zuschlägt. Es sind einige Stunden vergangen, seit Ryan Johnson seinen Köder ausgelegt hat. Jörn Hurum wird ungeduldig. Sieht man etwas von dem Hai, bevor er angreift? Nein, nichts. Du siehst nur, wie plötzlich ein Hai in der Luft schwebt, bevor er mit einem großen Platscher ins Wasser zurückfällt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, es gehört zur Strategie der Haie, sich heimlich und aus dem Hinterhalt ihrer Beute zu nähern. Oh, das geht so schnell. Du kannst ihre Kraft kaum ermessen. Stell dir vor, wie stark sie unter Wasser beschleunigen müssen, um so weit aufzutauchen. Von der falschen Robbe ist nicht viel übrig. Der Hai hat den Rest ausgespuckt. Hurum kommt seinem Ziel Schritt für Schritt näher, genau herauszufinden, wie ein Pliosaurier seine Beute einst gejagt hat. Dieser Hai war gerade einmal um die 3 Meter groß und sprang so weit heraus. Was wir gefunden haben, ist 5-mal so groß. Und wenn man sich jetzt vorstellt, mit welcher Kraft das Monster attackieren und aus dem Wasser springen würde, das wäre doch ein Anblick, den man sein Leben lang nicht vergessen könnte. Mit welcher Beißkraft aber würde ein Tier solcher Größe wohl zuschlagen? In Hurums Heimat in Oslo sind die Wissenschaftler auch dieser Frage ein Stückchen näher gekommen. Das ist die Verbindungsstelle zwischen dem Unter- und dem Oberkiefer. Der Kiefer ist massiv, so groß, dass wir jetzt auch endgültig die Größe des Schädels ermessen können. Er hat wirklich 3 Meter betragen. Es ist der letzte Mosaikstein. Alles an ihm ist groß, aber erst seine Kiefer machen den Meeressaurier zu einem Jäger ohne Rivalen. Und das, obwohl es vor Jahrmillionen Tiere gab, die nicht viel kleiner waren. So wie der Mosasaurier, ein schlangenähnliches Reptil. Oder das Megalodon, der Urahn des Weißen Hais. Aber keiner von ihnen hatte so gewaltige Kiefer wie er. Er war die gefährlichste Kreatur seiner Zeit. Das Monster von Spitzbergen. Heute gibt es nur noch eine Gruppe von Tieren, die ihm vom bisher ähneln. Die Krokodile. Seit dem Auftauchen der Krokodile vor 230 Millionen Jahren hat sich ihre Lebensweise kaum verändert. Ein Beweis für die Perfektion ihres Körperbaus. Mit Hilfe der Krokodile will Hurum berechnen, wie viel Kraft in den Kiefern seines Monsters steckte. Dafür gibt es keinen besseren Ort als St. Augustine in Florida. Der Wissenschaftler ist auf dem Weg zu einem letzten Experiment. Im Alligatorenpark von St. Augustine dreht sich alles ums Beißen. Dutzende Alligatoren haben hier schon ihren Biss wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung gestellt. Und Professor Greg Erickson ist der Mann, der einen Großteil seiner Zeit dafür einsetzt, Krokodile zum Beißen zu bringen. Deshalb und weil Hurum starke Gemeinsamkeiten von Krokodilen und seinem Monster sieht, ist der Norweger hierher gekommen.
Alligatoren haben Lungen, sie haben langgezogene Köpfe, sie sind Fleischfresser und haben viele Zähne. Sie schwimmen sehr gut und haben mächtige Kiefer. Sie sind im Wasser zu Hause und so gibt es einfach eine Menge Dinge, die wir direkt vergleichen können mit dem Monster. Um die Beißkraft von Krokodilen zu messen, hat Professor Greg Erickson eine Beißfalle konstruiert. Die Ergebnisse versucht er dann auf ausgestorbene Arten hochzurechnen. Mit Ericksons Hilfe will Hurum nun herausfinden, wie groß genau die Beißkraft seines Monsters war. Es ist nicht nur die Schnauze mit ihren Zähnen, die dem Schädel des Meeressauriers ähnelt. Auch der Muskelapparat des Krokodilmauls gleicht ihm, wie Hurum und sein Team mittlerweile entdeckt haben. Greg Erickson hat den größten Alligator ausgewählt, fast 4,5 Meter lang. Er lässt sich nur ungern für einen Test gewinnen. Ein einfacher Trick bringt ihn zur Ruhe. Ähnlich wie der weiße Hai oder damals auch Hurums Monster, braucht das Krokodil seine Augen, um zu jagen. Bald ist das Reptil unter Kontrolle und für den Test bereit. Sie müssen sich immer erst festbeißen. Krokodile haben mindestens 60 Zähne, manche bis zu 13 cm lang. Fallen sie raus, wachsen neue nach. Bis zu 3000 Zähne kann ein Krokodil im Leben bekommen. Greg Erickson bereitet das Testgerät vor. Er hat lange gesucht, um etwas zu finden, was dem Biss eines Krokodils standhält. Dies ist ein Beißkraftwandler, ganz speziell entwickelt, um die Beißkraft von Krokodilen zu verarbeiten. Er kann Werte bis zu einer Höhe von fast 2,5 Tonnen messen. Das braucht man auch, wie du gleich sehen wirst. Wow! 1890. Wow! Fast 1,9 Tonnen. Einer der höchsten Werte, die je gemessen wurde. Stärker auch als der Biss des weißen Hais, der mit 1,8 Tonnen knapp darunter bleibt. Vom Menschen ganz zu schweigen. Er beißt mit höchstens 80 Kilogramm zu und steht damit ganz weit unten in der Skala der Beißkraft. Krokodile erzeugen Beißkräfte, die weit höher liegen als bei sämtlichen Säugetieren. Löwen, Hyänen und andere Raubtiere, die kleinere Tiere jagen, können nur mit 450 bis 680 Kilogramm zubeißen. Krokodile haben die doppelte bis dreifache Kraft. Die gemessene Beißkraft ist die letzte Information, die Greg Erickson braucht, um die Kieferkraft des Monsters zu berechnen. Jetzt geht es nur noch um Mathematik und die richtige Kalkulation. Erickson hat schon mit vielen Krokodilen Beißkrafttests gemacht. Dabei belegen die Werte eine klare Wechselbeziehung zwischen der Größe des Tieres und der Stärke des Bisses. Die blauen Punkte sind die Krokodile, die wir gestern getestet haben. Und es ist offensichtlich, dass sich die Beißkraft verstärkt mit der Masse des Tieres. Die Stärke des Bisses ist daher abhängig von der Größe des Krokodils. Es ist eine enge Wechselbeziehung, die eigentlich auf alle Reptilien zutrifft. Deshalb können wir diese Kalkulation auch nutzen, um die Beißkraft deines Monsters abzuschätzen. Nun habe ich die Daten deines Monsters eingegeben und da ist es. Oh, es ist wirklich außerhalb der Anzeige. Ja, es ist umwerfend. Wir haben eine Beißkraft von 15 Tonnen. Das ist der stärkste Biss, der überhaupt je für ein Tier kalkuliert wurde. Eine Beißkraft von 15 Tonnen. Keine Kreatur kann sich damit messen.
Sie ist viermal so stark wie der Biss des T-Rex und zehnmal stärker als die des größten weißen Hais. Was tut es mit so einem Biss? Hast du eine Idee? Was immer es will. Eine Beißkraft von 15 Tonnen entspricht der Kraft, die hier waltet. Auch wenn sie in diesem Fall aus einer Maschine kommt. Eine Schrottpresse. Sie führt Hurum und Erickson eindrucksvoll vor Augen, wozu ihr Monster fähig war. Das Monster, das ich gefunden habe, hatte keine Gegner, die es besiegen konnten. Damals in den Meeren der Jurazeit nicht. Und in den Ozeanen heute wäre es nicht anders. Einen so mächtigen Biss wie diesen hatte kein Tier jemals vor oder nach ihm. Ich bin sicher, das ist der ultimative Räuber. 6 Monate ist es her, dass Jörn Hurum die versteinerten Reste des Meeressauriers gefunden hat. Seitdem hat er weltweit Informationen gesammelt und mit Wissenschaftlern seinen Fund diskutiert. Nun weiß er, der Pliosaurier war die gefährlichste Killermaschine überhaupt. Für Jörn Hurum und sein Team geht die Arbeit weiter. Doch schon jetzt ist bewiesen, sie haben den größten Meeressaurier der Geschichte entdeckt. Bis vielleicht irgendwann einmal diese Berge einen weiteren, noch mächtigeren Saurier freigeben. Solange jedoch bleibt das Monster von Spitzbergen unangefochten der größte Räuber, der je gelebt hat.